Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal an einem Nutzfahrzeug bzw. einer Nutzmaschine, einem Teleskoplader. Das ist ein Manitou MT625H, eine kleine kompakte Maschine. Und wir wollen hier ein paar Sachen machen, Inspektion machen. Und dafür braucht ihr nicht viel. Habe ich jedenfalls geplant, werden wir gleich sehen. Braucht nochmal einen Knarrenkasten. Habe ich hier ein bisschen was zum Filter lösen. Ich zeige euch einmal die Filter. Ich werde sie nicht unten reinschreiben, weil da schon Videos gesperrt wurden. Das ist der Vorfilter bei dem Gerät. Bitte prüft das bei eurem eigenen Gerät. Ob die baugleich sind, weiß ich nicht. Wenn ihr das gleiche Gerät habt, ob die gleichen Filter drin sind. Das ist der Ölfilter. Jetzt nicht original Manitou-Teile, aber gleichwertige Teile im Nachbau. Natürlich eine Preisfrage. Und das ist der Diesel-Hauptfilter. Den Luftfilter haben wir ausgeblasen. Das ist relativ einfach. Der sitzt hier hinten drin. Da wische ich jetzt noch gleich durchfeucht. Innenfilter, Außenfilter könnt ihr einfach ausblasen. Der kommt natürlich darauf an, wie eure aussieht. Der hier ist noch sehr gut. Deshalb nehmen wir den wieder. Haben den nur gereinigt. Den wischen wir nochmal ab. Hier drinnen wischt er auch feucht mit dem Tuch einfach durch. Und dann geht's schon los direkt. Ich habe das Gerät warm laufen lassen. Ihr legt euch dann hier drunter seitlich. Da habt ihr hier so eine Klappe. Ist mit zwei M10-Schrauben fest. Macht ihr einfach eine Seite ab. Die hintere löst ihr ein bisschen, dann könnt ihr die Klappe zur Seite drehen. Und dann habt ihr hier die Ölablassschraube. Das ist Schlüsselweite 22. Und ist jetzt kein Hexenwerk. Ich stelle jetzt die Ölwanne drunter. Dann dreht ihr hier auf, lasst das Öl ablaufen. Und dann gehen wir zu den Filtern. Noch ein Tipp vielleicht. Ich habe die Ölablassschraube dort jetzt gelöst. Hier sitzt die. So, wird scharf. Ihr könnt die ganz gut von hier oben durchgreifen, von oben lösen. Dann verbrennt euch nicht die Finger und das Öl kann nach unten weglaufen. So, Ölfilter sitzt hier. Dann nehmt ihr einfach ein paar Tücher, die ihr drunter legt. Der Auslass, quasi da unten das Blech, was wir abgeschraubt haben. Sieht man das jetzt hier, wenn ich hier von unten durchkomme? Genau, hier ist eine Öffnung. Das heißt, die Öltropfen, die daneben gehen beim Lösen des Ölfilters, laufen auch in eure Ölwanne. Lasst die drunter stehen. Und den löst ihr dann einfach mit so einem Filterlöser. Bisschen schwierig mit einer Hand. Löst ihr einfach, macht den neuen drauf. Genau, jetzt hat er verloren. So. So ein Schlauch aus wie eine Ölrückführleitung. Müsst ihr ein bisschen gucken. Könnt aber auch einfach, was ich gesagt habe, ein bisschen abdrehen. Lasst das mal das Öl ablaufen, das läuft da vorbei mit in eure Ölwanne. Und dann habt ihr nicht so eine Sauerei, putzt das ein bisschen sauber und macht dann den neuen drauf. So, ist ein bisschen blöd zu filmen mit einer Hand. Das ist wie gesagt der neue. Packt ihr jetzt aus. Das Öl läuft noch raus unten. Seitlich hier am Ölfilter-Sitz kommt jetzt nichts mehr raus. Ist ein bisschen schwierig, gibt es verschiedene Meinungen, weil der hier seitlich sitzt. Viele oder die meisten Filter, die ich so montiere, wie auch viele andere das machen hier, mache ich Vollöl, schraube den natürlich von unten drunter. Wenn der so sitzt, mache ich eigentlich kein Öl rein. Ich mache es dann einfach so, dass ich den Motor ganz kurz laufen lasse, nachdem ich Öl aufgefüllt habe. Dann direkt nochmal nach dem Ölstand gucke, ein bisschen auffülle und dann warm laufen lasse und dann nochmal den Ölstand kontrolliere, dass quasi der Ölfilter voll ist. Aber jetzt was reinmachen, das läuft halt direkt wieder raus. Das ist alles Fummelei und eine Riesensauerei. Deshalb nehme ich einfach einen Tropfen vom Öl. Mache den Dichtring. Ist auch verschiedene Meinungen. Altes Öl nehmen, neues Öl nehmen. Ich meine, der Dichtring sitzt sowieso dann auf der Dichtfläche. Uns geht ja nur darum, dass wir den nicht kaputt machen beim Aufschrauben, der ein bisschen draufgleitet. Ihr müsst dabei diesen Schlauch hier ein bisschen hochdrücken und hier dran vorbeiführen und an dem Schlauch vorbeiführen. Deshalb brauche ich mal beide Hände. Aber das ist ja eigentlich selbsterklärend, also von oben rein, dann davor. Ihr müsst halt die Schläuche ein bisschen an den Rand nehmen. Deshalb mache ich das jetzt mal mit beiden Händen und zeige es euch dann, wenn er drauf ist. So, ist jetzt reingefummelt an den Schläuchen vorbei. Draufgetreten ein paar Gewinde. Dreht ihr den natürlich einfach fest. Wie bei anderen Filtern. Ich mache immer handfest und dann noch ein bisschen so ganz sanft mit Hand nachziehen. Hier kommst du auch mit dem Schlüssel bescheiden drauf, um Drehmoment drauf zu bringen.
auf dem Filter ist auch, glaube ich, gar kein Drehmoment angegeben. Und der war vorher auch mit Drehmoment nicht angezogen. So, das passt. Dann sind wir hier eigentlich fertig. Wir lassen das Öl noch weiter tröpfeln, machen dann die Schraube wieder rein, neues rein. Gehen jetzt hier vorne zu diesen beiden Freunden, den und den hier. Den Diesel Haupt- und Vorfilter, beziehungsweise hier mit Wasserabscheider. Und hier eigentlich das gleiche Spiel. Abdrehen, aufpassen, dass er nicht so eine Riesensauerei macht. Und die neuen wieder draufdrehen. Und dann könnt ihr hier drüber, über die Handpumpe, könnt ihr quasi die Luft, die jetzt dadurch ins System kommt, rauspumpen, damit er dann wieder einwandfrei startet. Ich mache jetzt das wieder mit beiden Händen, mache ich die wieder ab. Ganz normal hier mit dem Löseschlüssel. Dreht die neuen drauf und dann hole ich euch wieder dazu. So, die sind auch montiert, die beiden. Da die von unten angeschraubt werden, empfehle ich euch schon, die mit Diesel wieder zu füllen, bevor ihr sie dran schraubt. Ganz einfach auch aus dem Grund, dann braucht ihr nicht so lange pumpen und entlüften. Und die Maschine beim erneuten Starten braucht nicht so lange rödeln, bis die Luft wieder raus ist. Dann macht ihr einfach die Schraube wieder drauf. Das mache ich jetzt noch und füllt Öl rein. Die Füllmenge schreibe ich euch rein. Und dann war es das eigentlich. Diesel vor und Hauptfilter bzw. Wasserabscheider. Luftfilter haben wir hinten gesehen. Ölfilter, Motorölwechsel. War es dann an der kleinen Maschine. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und gerne bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Hier oben könnt ihr noch Kühlwasser nach- und auffüllen bei dem Gerät. Und dann das Ganze ein bisschen mal nochmal sauber machen. Vorsichtig, ihr könnt es vorsichtig abdampfen. Ich würde so einen Meter Abstand halten, den Motor dabei laufen lassen. Könnt ihr vorsichtig abdampfen.